Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der DayZ Standalone. Ja, wir haben uns hier ausgelockt. Wir sind bei der neuen Stadt wie letztes Mal. Und spielen diesmal wieder auf den The Walking Crab Server, wo wir vor 3-4 Folgen auch drauf waren. Server ist natürlich voll. Will ja immer jeder sehen, dass ich auch auf vollen Servern spiele, wenn ich schon Spieler treffen will. Und ja, wir befinden uns hier in der Stadt. Wir haben uns extra hier oben ausgelockt, damit wir nicht gleich in der Stadt spawnen. Letztes Mal waren wir im Rathaus. Da oben drauf. Das heißt, was nehmen wir uns heute vor? Ich würde sagen, die restliche Stadt erkunden. Das heißt, weiter Richtung, keine Ahnung, Norden. Irgendwo so in die Richtung. Und ja, mal gucken, wie die FPS-Anbrüche hier sind. Wir sagen es bei der Stadt schon ziemlich stark, aber werden wir sehen. So, natürlich kann es hier sein, dass es heute wieder sau spannend wird, weil wir könnten jeden Moment jemanden treffen. Oder er könnte uns treffen mit seinem Gewehr, zum Beispiel. Und darauf habe ich keine Lust. Aber gut, gut, passieren kann alles. So, wir werden aber mal so ein bisschen looten. Wie gesagt, es ist ja irgendwie wie jedes Mal, wir brauchen nicht wirklich irgendwas, aber wir machen es halt mal trotzdem. Aus Kulanz. Einfach mal gucken, was es hier so gibt. Kann ja immer mal sein, dass irgendwas ganz Tolles hier ist. So wie... eine Armbrust. Weißt du, ich hatte ja mal eine Zeit, wo sie neu war. Da habe ich sie überall gesucht. Ne, und ich habe sie nirgends gefunden. Und hier liegt die einfach mal in so einem verfickten roten Haus. Und ein Kochtopf. Könnte ich sogar was kochen. Logischerweise. Ja, ich bin halt echt voll. Ich brauche mal einen größeren Rucksack. Wir verbrauchen halt nichts, weil uns geht's halt immer gut. Wir werden jetzt mal trotzdem... Ich habe sogar einen Gaskanister. So, ich habe hier einen Long-Range-Scope. Ich werde es nicht benutzen. Ich weiß, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, nein, schmeiß es nicht weg, aber ich werde es nie benutzen. Von daher... Schmeiß es jetzt weg. Vielleicht filmt ja jemand anders und freut sich drüber. Jedenfalls brauche ich Platz. So, die Map. Naja. Sewing Kit. Das sind alles so Sachen, so richtig brauchen. Ich habe eh so viel Schrott. Ich brauche an sich keine Road Flare. Ich hatte ja mal gefragt, ob ich auf dem Nachtserver mal spielen will. Oder soll. Habe ich euch gefragt und die Antworten waren gemischt. Die meisten meinten, glaube ich, sogar nein, weil man nichts sieht. Oder? Ich weiß es noch nicht, ob ich es mal machen will. Schauen wir dann mal. So, ich habe die Charcoal-Tablets dann weggeschmissen, weil ich... Die brauchen wir an sich nur, wenn man was Falsches gegessen hat. Kann man das eigentlich verbinden? Ich glaube, da braucht man noch irgendwas für. Ich glaube, das ist nur für einen Gaskocher und nicht... Obwohl, ja, ein Gaskocher plus... Ich leg mal... Wenn wir jetzt halt noch einen Gaskocher, also einen Kocher dafür finden, dann könnten wir halt echt schon was zubereiten. Von daher können wir auch wieder was mitnehmen. Das, damit keiner motzt und ja, die, warum nicht. So, ich meine das Long Range Scope, wenn wir mal jemanden treffen, der es gebrauchen kann, hat man immer was, um einen guten Eindruck zu machen. So... Ich glaube, hier laufen wir richtig. In die richtige Richtung, oder? Ja, es kann sein. Oder laufen wir zurück? Ah, ich erinnere mich. Hier sind wir. Okay, wir sind letztes Mal da rausgekommen aus dem Rathaus. Und ich glaube, wenn wir jetzt weiter durch die Stadt wollen, müssen wir ja, hier so irgendwo durch. Hier, da kommen wir wieder in die Innenstadt. So, erstmal gucken, ob hier auch keiner rumläuft. Das Ding ist, die meisten werden eh in irgendeinem Haus sein und looten. Von daher... einfach mal rennen. Ich hoffe, da steht keiner um der Ecke. Wissen tut man es nicht. So, dann würde es mich natürlich interessieren. Ich muss wirklich sagen, das ist wirklich beeindruckend, finde ich, wie das hier aufgebaut ist. Es sieht wirklich wie ein realer Platz aus, finde ich. Außer hier vielleicht gerade, aber ansonsten schon
finde ich. So. Dass ich mal wieder keine Menschenseele treffe, das ist ja ziemlich typisch. Letztes Mal hatten wir zwar unsere Begegnung, aber ja, wer es gesehen hat, der weiß, wie ernüchternd es war. Ja, gibt es hier eigentlich noch irgendwas Besonderes, wäre jetzt die Frage. Ich meine, Stadt erkunden, schön und gut. Was wir mal machen gerade können, ist unsere Flasche auffüllen. Genau. Hier reinziehen. Die 5 drücken. Hoffentlich nicht abgeschossen werden. Fill Bottle. Okay. Gewehr wieder in der Hand. Ja, ich freue mich schon auf den Performance-Patch, der kommt für die Standalone. Also mit dem nächsten Bild dann. Also 0.47 oder so war das dann. Ja, ich hoffe, das hilft wirklich weiter. Ist ja auf den Experimental-Servern wohl schon drauf. Der Performance-Patch und soll wohl auch helfen. Also schon so ein Unterschied von 15 bis 30 FPS. Also, wenn man vorher 15 hatte, hat man dann 30 so ungefähr. Also ich spiele gerade auch mit 16 FPS, was mega ätzend ist. Ist halt auch nur in der Stadt so. Auf dem Land habe ich dann auch 30, wenn ich aufnehme, und 60, wenn ich nicht aufnehme. Es frisst halt, vor allem ich nehme halt mit Fraps auf, und das frisst halt einfach Unmengen bei manchen Spielen. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Und ich habe schon viele Alternativen ausprobiert, aber irgendwie, ich hänge an Fraps, muss ich sagen, bei der Aufnahme, weil viele fragen mich auch, was ich für ein Aufnahmeprogramm benutze. Und es ist einfach Fraps. DxStory zum Beispiel wurde mir auch mal vorgeschlagen, beziehungsweise habe ich auch probiert und ist eigentlich schon Standard bei vielen, aber damit komme ich nicht klar. Irgendwie spuckt es mir immer eine Fehlermeldung aus und ich habe echt keinen Bock mehr. Ist mir schon mal ein Spiel gecrashed, deswegen, ich weiß nicht, bin anscheinend der Einzige mit einem Problem mit, der ein Problem mit DxStory hat. Aber irgendwie, ich bin ziemlich eingefahren, was Fraps betrifft, und eigentlich ist es ein gutes Programm, weil es halt echt nicht kompromiert, was eigentlich auch gut ist. Aber na gut. Ja, das Thema interessiert wahrscheinlich eh keinen. Ich wollte es nur mal loslassen. So. Fühlt man sich echt wie bei der Apokalypse, man ist hier so alleine. Oh, wait. Tja. Was hat's denn hier noch auf sich mit dieser Stadt? Oh. Bahnhof anscheinend da unten. Oder irgendwie sowas. Ein Industriegebiet auf jeden Fall. Gäbe es schon Autos, wäre das natürlich sehr interessant. Gibt's aber nicht. Oh, ein Supermarkt. Wir werden mal kurz auf die Karte gucken. Mal gucken auf der Karte, ob es hier irgendwas Besonderes in der Stadt gibt, was uns auffällt. Das Rathaus ist uns ja, glaube ich, auch aufgefallen da. Glaube ich. 6. So, hier sind wir. Naja, hier ist das Industriegebiet. Ah ja, da ist noch Senaya Polana. Ist ja auch neu, und die ist ja auch relativ neu. Die ist zwar, glaube ich, schon seit fast Anfang des Denlon dabei, aber ne. Ah, Kamanovka. Ja, das könnten wir auch noch besuchen. So, wir werden jetzt hier sein, das heißt, hier ist dann auch schon Schluss. Hier könnten wir noch rein, theoretisch, wobei, kommen wir da nicht her, zufällig? Aber ich glaube, das meiste haben wir schon gesehen. Ich glaube, wir sind sogar hier durch. Und hier ist irgendwo das Rathaus. Glaube ich. Oder war das hier? Ist ja wurscht. Ja, Kamanovka. Und das sieht interessant aus. Okay, wenn wir ungefähr hier sind, müssen wir nach Nordosten. Dann peilen wir das mal an. Wir haben einen schönen Kompass. 7. 7. Genau. Kompass Nordosten, in diese Richtung, oder? Ist, ja. Nee, Quatsch. Hier, Nordosten, in die Richtung. So, das wäre peinlich gewesen, wenn ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen wäre.
merken wir uns mal ungefähr. Sonne müsste dann also direkt hinter uns sein, wenn wir in die Richtung gehen. Okay. Gut, Richtung Supermarkt. Das heißt, wir nehmen den auch gerne mal mit. Übrigens an die Leute, die auch gerne Daisy Epoch gucken bei mir, die hier gerade zugucken. Erstmal hi. Freut mich, dass eure Videos, meine Videos mir euch gefallen. Aber ich wollte kurz sagen zu Epoch, viele Fragen danach, weil es letzte Zeit nicht oft kommt. Es kommt einfach nicht oft, es klappt nicht so oft mit dem Aufnehmen zusammen mit Mucka. Ich habe in der letzten Zeit viel um die Ohren, Schulabschluss, also nicht Schule. Oh, Walkie-Talkie. Also nicht Schulabschluss, sondern Zeugnisse stehen an und da musste ich viel üben und bla bla bla. Ihr kennt das wahrscheinlich. Walkie-Talkie, das funktioniert ja mittlerweile, oder? Bitte nur ein Slot ein, nur eins. Ah, zwei Slots. Falls wir auf Nacht selber spielen. So, Swing Kit haben wir ja zwei. Das ist also in Ordnung. Wenn ich da eins wegschmeiße, dann schmeißen wir das jetzt noch weg. Und dann haben wir Walkie-Talkie. Das müssen wir gleich unbedingt ausprobieren. Okay. So, nur, wie gesagt, an die Leute, die Epoch interessiert. Das liegt momentan an dem Schulstress, dass ich so wenig davon raushaue. Wie gesagt, so eine Folge zu produzieren, ist einfach ein mega Zeitaufwand wegen dem Schnitt und allem. Und das hat jetzt auch nichts mit dem Uploadplan zu tun, dass ich hier weniger hochlade. Das ist einfach, ich habe wenig Zeit. Wir gehen einfach mal jetzt irgendwo rein und dann will ich das Walkie-Talkie ausprobieren, weil ich bin der Meinung, das wurde jetzt eingefügt, dass das geht. Jetzt haben wir noch kein Haus, wo wir rein können. Ja, da kann man rein. Okay, komm. Ich drücke V. Los. Ach ja. Okay, V macht er nicht aus irgendeinem Grund. Gehen wir hier halt hier rein, machen hinter uns zu. Können notfalls noch hochgehen, damit wir auch wirklich sicher sind. Okay. Okay, erstmal, dass ich ein Walkie-Talkie nicht gefunden habe. Das ist sogar das zweite Mal, dass ich es schon gefunden habe. Aber früher war das noch nicht funktionsfähig. Ich hoffe, das geht jetzt. Das wäre peinlich, wenn nicht. So, wir nehmen es in die Hand. Und Mausrad geht nicht. F. Okay. Vielleicht geht's doch nicht. Oder habe ich jetzt mehrere. Ich habe nur direkte Kommunikation. Linke und rechte Maustaste macht auch nichts. Habe ich mich vielleicht verlesen? Oder mich falsch erinnert? Vielleicht kommen die Features mit dem Walkie-Talkie auch noch. Oder so irgendwann kommt eine Durchsage. Irgendwie. Skuma bitte beim Direktor melden oder irgendwie sowas. Na, wir warten mal ab. Aber wir behalten es mal. Das ist ein cooles Gimmick. Vielleicht funktioniert es irgendwann. Da haben wir ein Walkie-Talkie. Können mit anderen Leuten quatschen und so. Warum nicht? So. Im Supermarkt. Achso, wir waren hier. Ja, wir waren hier schon. Okay. Wir haben aber nicht wirklich geguckt jetzt, ne? Wir haben ziemlich das Walkie-Talkie gefunden und wollten dann sofort abhauen. Gibt es hier denn irgendwas Spannendes? Ich meine, ist ja nicht so, dass wir schon alles haben, was wir brauchen. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist mir aufgefallen, ist ein Fernglas. Habe ich gar nicht mehr. Oh wei. Stimmt, wir haben kein Fernglas. Richtig. Richtig. Warum eigentlich? War das nicht der Charakter, wo wir das Fernglas gefunden haben mit... Ja doch, oder? Da war es sogar. Ich hab's verloren. Ah, fuck. Was kannst du, Till? Was kannst du? Okay. So, dann gehen wir jetzt weiter in die Richtung. Nach Karmanowka. Ja, wie habe ich mein Fernglas verloren? Habt ihr das mitbekommen? In dem Video? Ich weiß es gar nicht mehr. Wäre jetzt noch peinlicher, wenn ich es bewusst gemacht habe und dann jetzt vergessen hätte. Aber warum sollte ich bewusst mein Fernglas weglegen? Ich meine, das Ding ist Gold wert. Finde ich. Ein sehr großes Industriegebiet. Juckt mich aber weniger. Ich will nach Kamanovka.
Und ich glaube, wir müssen über den Berg hier. Aber der eingezeichnete Berg. Wir gucken gleich nochmal auf die Karte. So, komm, komm, komm. So, gerade war, genau. Kamenowka. Ach ja, tatsächlich der Berg. Okay. So, auf die Bergspitze gehen wir noch. Finde ich schön gemacht, die Stadt. Wir haben sie. Oh, guck mal, da oben ist eine Feuerwache. Da. Wäre vielleicht auch noch ein Ziel wert, aber jetzt erstmal. Kamenowka. Ich weiß nicht, ich habe Kamenowka, glaube ich, einmal in den News erwähnt, sonst jetzt würde ich da unbedingt hin. Ja, ja, ja. Wandern, wandern, wandern. Große Steine, Bäume. Himmel. Okay. Viele fragen übrigens auch in den Kommentaren, habe ich, ist mir aufgefallen, dass viele wollen, dass ich mit anderen Leuten zusammenspiele auch. Wie gesagt, also meine Mission ist es ja, mit anderen Leuten zusammenzuspielen, aber welche, die ich nicht kenne. Also ich kann mir vorstellen, dass es ab und zu langweilig ist, wenn ich die ganze Zeit vor mich her quatsche, alleine, komplett. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt mit jemandem zusammenspiele, fehlt mir so der Reiz, andere Leute zu treffen, weil entweder werden sie sofort aggressiv reagieren, so ist jedenfalls jetzt meine Einschätzung, weil zu zweit sind wir halt eine höhere Gefahr, oder sie werden halt eher uns aus dem Weg gehen, ne? Weil wir zu zweit halt eine höhere Gefahr sind, also entweder schießen sie auf uns, wenn sie eine größere Gruppe sind, oder sie ignorieren uns, wenn sie eine kleinere Gruppe sind, oder wenn es halt nur einer ist. Und, ja, ich will halt unbedingt einen treffen, den ich nicht kenne, den ich einfach random treffe. Habe ich ja schon mal erläutert. Das ist noch der Grund, warum ich nicht mit anderen zusammenspiele momentan. Die Folgen mit der SSOZ-Crew werden auch irgendwann weitergeführt. Ich habe noch keine Ahnung, wieso. wieso das momentan nicht so klappt. Wir versuchen da ab und zu was zu, einen Termin zu finden, aber das ja, klappt dann doch nicht. Und dann warten wir und versuchen dann noch einen Termin zu finden, aber das klappt dann wieder nicht. Ist halt, wir müssen ungefähr 6 Leute gleichzeitig zum Spielen bringen. Und ist halt ein bisschen schwierig. Aber die Folgen kommen dann auch irgendwann wieder. Ich kündige es dann auf Facebook an, auf jeden Fall. Und ab und zu mit Blackbook oder so werde ich dann auch irgendwann mal spielen. Vor allem, wenn ich jetzt mal draufgehen sollte oder so. Wenn ich abgeknallt werde oder was weiß ich und wieder an der Küste bin mit nichts, dann würde es sich eher mal anbieten, mit jemandem zusammenzuspielen, mit dem ich dann komplett neu anfange. Das wäre dann eine Option. Aber jetzt, wo ich hier so weit bin, dann will ich lieber in dem Stil noch spielen. Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht verlaufen. Weil eigentlich dachte ich, hier kann man aufgehen. Kann man aufgehen. Die sind da, oder? Das wird Kamenowka sein. Wow, das ist ja mega und spektakulär. Oder? Oder? Oder ist da hinten noch was Spannendes? Nope. Okay. Kamenowka, da steht's. Nice. Okay, wir machen es wie jedes Mal. Kamenowka gucken wir uns an in der nächsten Folge. Und, ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge und hoffen, dass wir irgendwas Spannendes erleben. Und da hinten die Feuerwache, da das Dorf Ceyana Polana oder wie das hieß. Das gucken wir uns dann vielleicht auch nochmal an. Ja, von da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao. Ja, dann bin ich mal gespannt, was uns so in Kamenowka erwartet. Wenn ihr schon mal da wart, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so dort erlebt habt oder ob es da irgendwas Besonderes gibt. Vielleicht wisst ihr es. Oder in Dings Polana, Ceyana Polana oder wie dieses Dorf mit der Feuerwache da hinten heißt. Vielleicht gibt es da auch irgendwas Interessantes, was ich mir mal angucken sollte. Ansonsten, ja, würde ich sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Würde mich auf jeden Fall freuen, würde sehr helfen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.